Hello my friends and welcome freaking back zu diesem neuen Video. Heute gucken wir uns mal die Nintendo Direct an, die vor ein paar Tagen war. Und ja, da hat es auf jeden Fall ein paar richtig geile Ankündigungen gegeben. Ich will auch nicht lange drum rumreden und schicke euch einfach direkt rein, weil es ist wirklich sicker Stuff. Ich habe auch übelst mich verhaspelt während dem Video, einfach weil ich so hyped bin. Und ja, Herr Fangas. So, dann fangen wir mal direkt an mit Fire Emblem Warriors Three Hopes. Und ja, leider bin ich ehrlich gesagt nicht so in Fire Emblem drin, habe noch gar kein einziges Game davon gespielt, muss ich aber auf jeden Fall mal machen. Und ich freue mich für die Fans, dass es da irgendwie einen neuen Teil geben wird. Es ist, glaube ich, mehr so ein Hyrule Warriors Teil, so wie ich das verstanden habe. Aber trotzdem mal geil, dass die Fans halt ein bisschen was abbekommen. Finde ich sick und ja, wie gesagt, ich kann selbst nicht viel dazu zu sagen, aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass die Fans was bekommen. Wo ich mich aber übelst freue, ist, dass ein neues Mario Strikers kommt. Wir mussten jetzt irgendwie 11 bis 15 Jahre irgendwie so schon warten, bis ein neuer Teil kommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir jemals einen neuen Teil davon bekommen werden. Und dann auf einmal war während der Direct da und ich habe mir wirklich gedacht, what the fuck is going on here? Ich habe mich richtig gefreut. Richtig, richtig geil. Ich werde Mario Strikers Battle League auf jeden Fall mir mal holen und da reingrinden, weil Mario Strikers war einfach schon immer sick und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Es kommt auch schon am 10. Juni raus, also nicht mehr allzu lange und ja, da wird auf jeden Fall reingrindet. Und ja, jetzt kommt auch schon mein Favorit von allem, was in der Direct passiert ist. Kirby, das neue Kirby, sieht so legendär geil aus. Die Grafik ist geil, die Spielmechanik ist mal was komplett anderes. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man das Kirby mal Gegenstände einsaugen konnte und dann irgendwie als Gegenstand rumlaufen oder was auch immer die Mechanik da jetzt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Aber wie geil ist das bitte? Du kannst ein Kirby-Auto sein. What the fuck, wie sick. Und das wird auch schon am 25. März kommen. Also März, Januar, Februar, März. Das ist der dritte Monat von 2022. Hä? Warte, das ist ja wirklich schon bald. What the fuck, wie geil. Oh mein Gott, direkt Geldbeutel ausrauben. Ich muss irgendwo Geld herbekommen. Ganz viel. Ich brauche all diese Games. Also Kirby ist generell ein richtig geiles Game. Und Kirby and the Forgotten Land. Das wird einfach richtig, richtig sick. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der Trailer sah so geil aus und ich bin richtig hyped. Ihr hört es wahrscheinlich eh schon, wie ich mich hier verhaschbar und alles. Weil ich einfach so hyped auf dieses Game bin. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich auf ein Kirby-Game so hyped bin. Also ich liebe Kirby generell. Kirby ist ein richtig geiles Franchise. Aber so hyped war ich noch nie auf dem Kirby wie das. Das sieht einfach nur richtig, richtig sick aus. Und ich sag's jetzt schon zum 50. Mal, ich habe so Bock drauf. So freaking viel Bock. Auf was viele andere und ich auch übelst Bock haben, ist Nintendo Switch Sports. Oh mein Gott, das ist so geil. Weil Wii Sports ist ja jetzt auch schon wie viele Jahre zurück, ich weiß es gar nicht. Und das habe ich als Kind immer so reingegrindet. Wii Sports war immer richtig sick. Und Nintendo Switch Sports wird wahrscheinlich auch wieder richtig geil werden. Und da wird wahrscheinlich auch vieles dazu gekommen. Und wenn ich schon sehe, dass hier Volleyball dabei ist, da bin ich vollkommen mit dabei. Habe ich gerade Volleyball gesagt? What the fuck, Volleyball? Bitte, bitte nicht Deutsch aussprechen. Danke, danke, danke. Und ja, ich glaube, man hört es generell, wie hyped ich einfach schon drauf bin. Ich habe eigentlich dieses Video auch gar nicht vorgehabt hier, just saying. Ich hatte das nicht geplant, aber ich bin so hyped, ich wollte unbedingt noch was dazu machen und deshalb mache ich das hier. Und sorry, wenn ich mich jetzt übelst verhaspel, aber ich bin wirklich, wie gesagt, übelst im Hype und freue mich auf so viele Sachen so, so sehr. Und Nintendo Switch Sports gehört da auf jeden Fall auch dazu, was auch schon am 29. April kommen wird. Holy shit! Ich brauche die Switch sofort hier mit allem drumherum. Ich will alles haben. Einfach alles. Was für mich jetzt so das erste hier auf der Liste ist, was nicht unbedingt sein muss, ist Triangle Strategy Demo. Okay, das ist anscheinend nur eine Demo, die jetzt schon verfügbar ist. Das richtige Spiel wird dann am 4. März kommen. Ja, hat mich jetzt gar nicht überzeugt. Ist nichts für mich. Ich hoffe, dass es trotzdem ein paar Fans geben wird, die sich vielleicht drauf freuen, aber für mich, wie gesagt, ist es nichts. So, und jetzt zur großen Enttäuschung der Nintendo Direct, sage ich mal. Weil viele Leute haben sich ja Mario Kart 9 erhofft. Und ich persönlich muss sagen, ich gehöre zu diesen Leuten, die sich das erhofft haben. Bin aber jetzt auf jeden Fall umgeschwungen, weil die DLCs sind, also DLCs für Mario Kart 8, 25 Euro für 48 Strecken, ist richtig sick.
Ich finde es nicht schlimm, dass sie Mario Kart jetzt noch am Leben halten wollen. Ich finde es gar nicht schlimm, dass sie Mario Kart 9 noch herauszögern. Finde ich nicht schlimm. 48 Strecken hinzufügen bei Mario Kart 8. Ich habe mir anfangs, muss ich ehrlich sagen, auch gedacht, aha, voll die Enttäuschung, schade, schade. Aber jetzt, wo ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, ist halt so richtig geil eigentlich. Ich habe richtig Bock drauf und ich bin auch richtig hyped einfach auf die DLCs. Ich habe wirklich übelst Lust drauf. Also, what the fuck? Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auf Mario Kart 8 DLCs so Bock habe. Und ich muss auch sagen, ja, packt Mario Kart 9 von mir aus noch ein paar Jahre zurück. Wenn ihr DLCs raushaut und dann vielleicht noch ein paar irgendwann mal, habe ich nichts dagegen. Haut alles raus. Haltet Mario Kart 8 so lange am Leben, wie ihr wollt. Es spielt eh gefühlt noch immer jeder. Und es ist noch immer ein richtig geiles Spiel. Und da kann man einfach nichts auszusetzen haben. Das Ding ist aber, was wollen sie zu Mario Kart 9 bringen? Weil die Latte ist ja jetzt schon so hoch von Mario Kart 8 mit diesen neuen 48 Strecken. Also Mario Kart 9 muss da noch drüber. Mario Kart 9 muss da ballern. Und da frage ich mich halt, was sie machen wollen, aber das werden sie uns schon noch zeigen. Hoffentlich wird es keine Enttäuschung, weil Mario Kart 9 wird safe auch irgendwie geil. Auf Xenoblade 3 freuen sich ja auch sehr, sehr viele Leute schon. Und ich muss leider auch sagen, wie bei Fire Emblem bin ich in Xenoblade gar nicht drin. Will auch natürlich reingehen, aber ja, Zeitprobleme sind halt da und joa. Alles gleichzeitig kann man halt nicht spielen, Anime schauen und alles unterbringen. Am liebsten würde man die Zeit einfach anhalten und alles zocken und gucken, was geht. Aber ja, so läuft es halt nicht. Und ja, das ist halt der einzige Titel, der erst in Klammern gesetzt, in Anführungsstriche was für Klammern, in September 2022 kommen wird. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, wird aber safe auch geil. Und ich muss sowieso erstmal die anderen Games zocken, bevor ich in den Dreierteil reingehe. Also, ich habe Zeit. Ich kann mir auf jeden Fall Zeit lassen. So, und zum Ende hin noch ein bisschen die etwas uninteressanteren Sachen, sage ich mal. Und zwar ein paar Ports und ein paar Games, die halt nicht allzu sehr jucken, sage ich mal. Angefangen bei No Man's Sky, was einfach geportet wird. Ja, ganz cool, muss jetzt nicht sein, werde ich mir auf jeden Fall nicht gönnen. Das Advance Wars habe ich gar nicht gefühlt. Ach, das ist ein Reboot, okay. Ich dachte, das wäre ein ganz neues Game, aber habe ich gar nicht gefühlt im Trailer. Splatoon 3 ist aber noch geil, muss ich aber auch sagen, irgendwie, da ist die Luft schon ein bisschen raus. Ich habe den Zweierteil auch nicht mehr so gefühlt, muss ich leider sagen, weil irgendwie Splatoon 1 war halt die Höchstzeit und da hat man halt richtig reinsuchten können. Splatoon 2 war irgendwie schon nur noch so ein kleines Remake vom Einzelteil und irgendwie einfach komplett das gleiche gefühlt und beim 3 wird es hoffentlich jetzt nicht so sein und da wird hoffentlich noch viel, viel mehr Content dazu kommen. Front Mission First Remake, keine Ahnung. Disney Speedstorm, oh, ja. Mario Kart 9 für Disney-Fans, I guess. Dann Star Wars The Force Unleashed, ja, also das sah halt wirklich nicht gut aus, muss ich leider sagen. Also der Trailer hat mich gar nicht überzeugt. Assassin's Creed The Ezio Collection, gar kein Assassin's Creed Gamer hier. Ich muss auch mal ein Game davon zocken, aber kein Plan, werde ich mir irgendwann mal gönnen, vielleicht auf der Switch, aber ja, ich werde mal die anderen Spiele anspielen. Und dann SD Gundam Battle Alliance, Chrono Cross Remaster, MLB The Show, Kingdom Hearts, auch wieder interessant. Das ist eine Collection, okay. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal gönnen, weil Kingdom Hearts habe ich leider auch noch nicht gespielt. Und da ist die Collection auf jeden Fall schon ziemlich interessant für mich. Dann Klonoa 1 und 2, keine Ahnung davon, wirklich kein Plan. Portal 1 und 2 finde ich geil, dass sie es rüberporten. Habe ich persönlich ehrlich gesagt auch noch nicht gespielt. Aber werde ich mir wahrscheinlich eher auf dem PC gönnen. Trotzdem sehr, sehr geil für die Switch-Gamer, die es noch nicht gespielt haben. Sehr, sehr sick. Dann Life? Was? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Okay, keine Ahnung. Metroid Dread, kostenloses Update. Sehr, sehr geil. Kostenlose Updates generell immer geil. Das sollten sie viel öfter bei viel mehr Sachen bringen. Dann Earthbound und Earthbound Beginnings. Kein Plan. Zombie Army 4 juckt nicht. Getsu Fuma denn juckt mich nicht. Demon Slayer, The Hinokami Chronicles. Upsi, ich kann einfach gerade nicht reden. Ich bin viel zu hyped zum Reden. Holy shit. Aber egal. Bin ich auf jeden Fall auch hyped drauf, dass sie es bringen für die Switch-Leute. Aber man kann sich's halt auch einfach auf dem PC gönnen. Aber ich glaube, auf der Switch ist das schon ein bisschen ein anderes Erlebnis halt so.
Weil, I don't know, Switch ist sehr geil und Demon Slayer. Was laber ich eigentlich für eine Scheiße, lol. Dann Lego Bros und Two Point Campus. Okay. Ja, die meisten von diesen anderen Sachen, die hier noch aufgelistet sind, jucken mich persönlich sehr, sehr wenig, aber ein paar Dinge auch sehr sick. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit der Nintendo Direct. Es war richtig sick. Aber einige hatten halt noch so gesagt, dass sie Mario Odyssey 2 gerne noch gesehen hätten. Oder Breath of the Wild 2. Aber damit habe ich von Anfang an nicht gerechnet. Also, ich wurde nicht enttäuscht von dem her. Ich fand zwar, ein paar Dinge hätten sie noch geiler machen können. Aber nachdem ich ein paar Stunden danach, wie ich es geguckt habe, war ich übelst hyped und die Enttäuschung war komplett weg. Und ich habe einfach übelst Bock drauf. Und freue mich einfach, wenn die ganzen Games raus sind. Und vor allem freue ich mich schon, wenn 2022 endet und irgendwann 2023 oder so mal Breath of the Wild 2 kommen wird, weil Breath of the Wild schon ein sehr geiles Game. Aber ja, ich rede jetzt nicht mehr lange rum. Ich verhaspel mich sonst nur noch dauerhaft, so wie im ganzen Video. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Schreibt mir gerne rein, worauf ihr am meisten hyped seid. Und ciao.